Und Konnichiwa und herzlich willkommen zum Play-by-E-Mail Nummer 39. Ich bin der Captain und ich spiele Civilization 6 Rise and Fall. Und es geht in die letzte Runde. Ich sag's gleich vorneweg, wir können gleich mal in das Safe schauen. Alles andere ist unwichtig geworden, was jetzt noch so passiert. Das sind alles nur Sachen, die gemacht worden sind, falls es doch nicht klappen würde. Jetzt schauen wir aber mal rein. Aufklärung habe ich erforscht. Ganz nett, kann ich hier ein paar Sachen mehr ausrüsten. Und ja, das war's dann im Prinzip. Ich kann dann auch noch Dinge jetzt gleich wieder die Regierung ändern. Gleichzeitig hilft es mir dabei, die Wissenschaftstheorie, das Heureka zu kriegen. Und da ich jetzt inzwischen auch drei Werkstätten habe, habe ich auch die Industrialisierung als Heureka fertig gemacht. Schauen wir in den Wissenschaftsbaum hinein. Im Wissenschaftsbaum stehe ich hier unten gleich auf mit Mrs. Norris und mit Nighty, die alle im Prinzip diese Ecke hier schon erforscht haben. Und da ich jetzt hier drüben eine Bombarde sehe vom Nighty, heißt es auch, dass er auf jeden Fall dieses hier erforscht hat. Wie weit er die anderen Sachen erforscht hat, keine Ahnung. Gut, so viel dazu. So, was mache ich jetzt weiter? Also, das ist so mal. Nächste Runde wollte ich eigentlich Belagerungstaktik machen, damit ich die Festung kriege, damit ich Ballistik den Bonus hier bekomme, um auf Ballistik zu gehen und auf Militärwissenschaft zu gehen. Damit ich einfach diese zwei Sachen hier habe, weil dann ist es nämlich von hier aus, zack, zack, auch ein richtig kurzer Weg bis zu Stahl und mit Stahl kriegen einmal die Sägewerke mehr, aber ich schalte die urbane Verteidigung frei, die Städte sind stärker, ich kriege das Öl angezeigt, ich kriege die Artillerie, ich kriege die Kriegsschiffe und ich kann den Eiffelturm setzen, ideale Sachen, um was ich hier machen kann quasi. So, wobei das hier braucht eine Kohlemine und ein Panzerschiff und das hier eine Salpetermine. Salpetermine kommt noch. Alles in Planung quasi. Muss ich wohl inzwischen einen Abstecher hier über Industrialisierung machen. Okay. Gut. Weiter. Genau. Ausrichtungsbaum. Genau. Ausrichtungsbaum. Wo haben wir ihn? So. Ich wollte mal die zwei Runden Erkundung noch einlegen und dann kann ich irgendwann in Richtung Nationalismus, Bauwesen, Kolonialismus, Naturgeschichte und so weiter vorangehen. Alles nicht so das Notwendige. Dann habe ich meinen Armbrustschützen wohl angegriffen. Ich habe keine Einheit mehr verloren. Die Sachen hatte ich schon. Ich habe genug Glauben, ja. Mir fehlt Nahrung und so weiter. Und eine Sache mache ich aber jetzt nochmal fertig. Einfach nur, damit ihr seht, dass das klappt. Hier einmal zack. Und den auch, obwohl der immer noch die. So, obwohl der immer noch die Beförderung hat. Dann mache ich hier zack. Dann kann der befördert werden. Dann mache ich hier zack. Und dann ist der hier drin. So. Dich verschanzen. Und dann haben wir Antiocha. Die Stadt will ich behalten. Da werde ich jetzt das Monument gleich mal. Ach nee, da soll ein Campus gesetzt werden hier. Und das Lager soll gesetzt werden da. Und dann kannst du erstmal das Monument reparieren. Und dann kannst du hier auf Geld und sonst was Produktion gehen. Und dann hast du hier alles eingestellt, richtig, ne? Genau. Produktion, genau. Wunderbar. Damit habe ich nämlich den Kampf gegen diesen Stadtstaat jetzt auch nochmal gewonnen und kann mit dem Stadtstaat quasi weiter vorangehen. Jawohl, bringt mir auch nochmal ordentlich Geld dazu. Ja, bevor ich jetzt hier den ganzen anderen Rest einstelle, kommen wir einfach zu den wesentlichen Sachen. Die Religion verbreiten und deswegen hören wir ja auch im Hintergrund die ganze Zeit die Shinto-Siegesmusik. Die muss nämlich hier die Religion ganz wichtig verbreiten. Einmal da noch. Oh, den könnte ich sogar weiterziehen. So. Drei. Aha, okay. Da geht es also noch weiter. Dich schicke ich hier rüber. Zack.
schicke ich der Haschan, der. So, was habe ich jetzt hier für komische Musik im Hintergrund? Ah, Auto vorbeigefahren. So, du kannst dahin. Wird das auch noch fertig? Ich glaube, damit habe ich alle fertig gemacht. Der hier könnte jetzt noch Xiang machen. Ja, 6 Schade reicht nicht. Mit dem komme ich da auch nicht hin. Gut, dann nehmen wir nochmal hier einen. Moment mal. Kann ich den? Achso, der ist ja schon. Okay, gut. Nee. Dann gehst du dahin. Eine mehr als Religion. Jetzt aber. So, und damit sollte ich hier eigentlich genügend Religionseinheiten stehen haben. Du kannst da nochmal nachsteffen quasi, um quasi jetzt auch hier China wirklich zu haben. Die Hauptstadt habe ich jetzt nicht geschafft. Da fehlt mir einmal noch. Hier oben fehlt mir noch einmal, aber ansonsten sind jetzt die alle. Hier oben sind scheinbar noch Städte. Aber ich habe jetzt genügend Städte, um zu sagen, Religion auch China. Und jetzt sieht man auch, es kommt auch in der gleichen Runde rein, wenn man deutlich drüber ist. Also, was wollte der denn jetzt nochmal? Achso, den wollte ich da unten hinpacken. Okay. Gut. Nein, Annapurna interessiert mich jetzt nicht mehr. Interessiert mich nicht mehr. So, das interessiert mich auch alles nicht mehr. Genau. Nur zur Info, wie es weitergegangen wäre. Ich habe hier 2 Stellen, wo ich bilden kann. Und hier hätte ich jetzt erstmal ein bisschen Verteidigung aufgebaut. Und zwar hier Armbrustschütze. Und hier auch Armbrustschütze. Und mit der entsprechenden Karte wären das dann beide in 2 Runden gewesen. Und um gleich nochmal vorwegzunehmen, mit China läuft genau in 2 Runden die militärische Allianz aus. Das heißt, dann wäre ich wahrscheinlich Angriffen ausgesetzt gewesen und 3 Runden mit England und dann würde wahrscheinlich England angreifen, es sei denn, es passiert irgendwas noch. Hey, was macht er denn hier? Soll er alles nicht machen? Genau. So, kommen wir zum Ende. Es fehlt mir nur noch der Franzose. Da habe ich eine Stadt, die andere Stadt hat Reims, wurde vom Deutschland eingenommen. Jetzt hier und dementsprechend, wenn ich diese Stadt jetzt hier mache und ich gehe mal drauf und sehen, aha, einmal drauf, 2 Bürger, gibt keine mehr als die Region, weil er jetzt 5 Bürger hier hat, ne? Aber wenn ich jetzt den zweites Mal drauf gehe, mit 3 Bürgern, jetzt ist er auf jeden Fall da. Und noch ein Mausklick und wir genießen den Abspann. Aber bevor wir den Abspann genießen, gucken wir nochmal auf die Werte. China würde mit 33 Technologien, 2 Technologien voraus schon, 130 Wissenschaft, gut davon ziehen. Ich hole langsam auf. England würde im Frieden wahrscheinlich auch aufholen. Hier natürlich führe ich. Und ja, hier führt der Chinese. Da bin ich noch nicht so weit. Oh, der Deutsche auch gut. Na gut. Noch eine kleine Anekdote, bevor es zu Ende geht. Lancelot hat mir noch geschrieben, quasi, als ich ihm gesagt habe, er kann jetzt die Stadt einnehmen. Er hat mir noch geschrieben, ah, ich möge doch bitte nur Einheiten hier oben bei Nantes, 2 Stück, um die Stadt da zu blockieren. Er würde den und hier diese 2 Einheiten hier unten hinsetzen. Er würde ansonsten Nantes sicherlich selber schaffen. Ich sollte meine Einheiten zurückziehen, damit ich mich vor dem Amerikaner, der ja so viele Einheiten hier hat, da, überall so viele Einheiten hat. Ich kann da mal kurz rüberziehen, damit man das mal sieht hier, wo der angeblich viele Einheiten hat. Hier diese paar Ritter und diese paar, da sollte ich mich doch vor schützen quasi. Ich habe darauf nicht mehr geantwortet. Er würde dann am Ende auch noch La Rochelle alleine einnehmen. Irgendwann nach der Pause und so weiter. Also entweder weiß er um den Rallye-Sieg und sagt nichts oder er sagt einfach generell überhaupt nichts dazu und versteht es vielleicht gar nicht, dass der Rallye-Sieg kurz vorsteht. Alle anderen gehe ich mal davon aus, dass vor allen Dingen China und England wissen um den Rallye-Sieg.
Gut, machen wir den Sieg perfekt und damit genießen wir den Abspann. Wir haben das Grundbedürfnis, an etwas Größeres als uns selbst zu glauben. Wir suchen Trost in der Dunkelheit, ein Licht auf unserem Weg. Dank euch, große Anführer, haben wir Sinn inmitten des Kosmos gefunden. Ja, und damit sind die Shinto auf der ganzen Welt verbreitet. Alle Zivilisationen beugen sich der Religionsführerschaft der Shinto. Und was werden wir jetzt machen? Wir werden überall erstmal diese schönen Tore bauen und überall die Trommelkultur nach vorne bringen. Naja, wer sich ein bisschen mit Shinto beschäftigt hat, wird halt sehen, Shintos Götter sind halt unendlich und überall zu finden. Und damit war es wahrscheinlich vielleicht auch indirekt nicht schwer, überall etwas Göttliches zu finden, woran die ganze Welt glaubt. Sollte jeder, der sich mal Interesse daran hat, sollte mal in Japan an verschiedenen Stellen die Shinto-Tempel, die Shinto-Schreine, die es überall dort gibt, mal besuchen und andächtig entlang gehen. Ja, Religionssieg, Captain mit japanischem Reich. Wir alle tragen das Verlangen in uns, etwas, an etwas zu glauben, das größer ist als wir selbst. In der Dunkelheit suchen wir Trost, ein Licht, das uns den Weg leuchtet. Dank euch haben wir inmitten des Kosmos eine Bedeutung gefunden. Schauen wir eben auf die Rangliste und sehe, aha, ich habe genauso viele Punkte wie Neville Chamberlain, Platz 16. Sind nicht besonders viele Punkte, verstehe ich jetzt auch nicht. Ich habe, ja gut, liegt wahrscheinlich daran, dass ich keinen Eroberungssieg gemacht habe, sondern weil ich halt schnell mit dem Religionssieg durchgepusht bin. Gucken wir nochmal die Diagramme an und stellen erstmal fest, dass die Farben hier irgendwie ganz komisch sind. Deswegen, ich nehme jetzt einfach mal C-Roy und Sam, nehme ich mal raus. Die Weißen, sonst stören die nur. Und den Rest kann man ja erkennen. Also ganz klar, Bezirke habe ich hier, die oberste, wirklich deutlich am meisten gebaut. Deutlich am meisten von allen anderen. Weil ich nämlich meine Religions- und Lagerbezirke nämlich schön gebaut habe. Einheiten getötet habe ich nicht die meisten. Die meisten Einheiten getötet wurden vom Chinesen. Ich weiß allerdings auch nicht, was damit reinzählt, ob damit das Auflösen von Bautrupps und Siedlern und so weiter halt auch mit reinzieht. Wahrscheinlich schon. Einheiten verloren. Ja, bin ich Dritter. Achso, ich hab C-Roy nicht drin. Der hat sicherlich eine ganze Menge Einheiten verloren. Und Sam, gut, Sam hat so gut, hat kaum Einheiten verloren. Aber wo hat Sam eigentlich jetzt Einheiten verloren? Gegen den einen Krieg gegen Deutschland, ne? Ja, genau. Das war's dann auch schon. Ansonsten, nehmen wir C-Roy wieder raus. Der Franzose natürlich und der Russe. Russland ganz klar als erstes Einheiten verloren. Das war aber ich, glaube ich, noch nicht. Ich war, glaube ich, das hier. Diese Ecke. Das war ich. Und dann war ich das hier. Das war halt der Verteidigungskrieg gegen Russland, den ich dann in einen Angriffskrieg gegen Russland umgewandelt habe, um ihm die zwei Städte wegzunehmen. Zur gleichen Zeit habe ich ja auch dem Franzosen hier ein paar Einheiten weggenommen. Was hat denn der Franzose hier nochmal verloren? Gegen Barbaren oder was? Okay, und dann haben wir hier den letzten, den großen Krieg gegen die Franzosen. Zack, da geht natürlich die Einheitenverlustanzahl durch die Decke. Ja, Gouverneurstitel muss man eindeutig sagen. China liegt vorne. Deutschland kommt auch.
Religion brauchen wir gar nicht zu gucken. Russland zuerst, ich kam ein paar Runden später. Zerstörte Städte, zwei russische. Kriegserklärung erhalten, ja natürlich. Frankreich hat die meisten Kriegserklärungen erhalten. Jetzt nehmen wir nochmal Seroy mit da rein. Sam. Kriegserklärung erhalten. Ach ja, ich habe ja auch eine Kriegserklärung erhalten. Stimmt. Eine. Hä? Was ist das denn? Wird das als vier gezählt oder was? Komisch. Komische Sache. Spieler, Zeitalterpunkte. Ja. Von Anfang an durch die Bank weg. Zeitalterpunkte nach vorne gebracht. Spieler glauben. Auch hier. Naja, nicht ganz. Russland war am Anfang stärker und dann schließlich mit meinem Pantheon und mit meiner Religion sind meine und meine Ausbreitung und vor allen Dingen um das Naturwunder sind dann die Religionspunkte Runde für Runde immer stärker gestiegen, bis ich jetzt schließlich bei fast 200 Religionspunkten war. Bei Glaubenspunkten. Ist Geld. Ja, boah, immer hoch runter. Deutschland hat mal einen großen Batzen hier gehabt. Jetzt lag ich jetzt hier inzwischen bei 700 oder so. Das ist, wie viel er insgesamt hat. Spielerkultur, die Gesamtkultur, nee, die Kultur pro Runde. Zwischendrin war China vorne. Und dann ging hier die Schreinproduktion los und die Tempelproduktion etwas später dann auch. Und dann zack, dann ging es deutlich in die Höhe. So, Spielerpunkte zeigen es halt auch. Zwischendrin war auch mal China wieder vorne. Und dann bin ich abgegangen. Und dann schließe ich irgendwann gegen China auch weiter ab. Und die anderen alle etwas, ja, flacher, am flachsten, würde ich sagen. C-Roy natürlich relativ schnell. Du lieben Sam war fast immer durch, immer letzter. Bei den Punkten. So, jetzt die Wissenschaft. Und dann nehme ich Sam jetzt auch noch mal rein, die Kurve ganz unten. Können wir Zero noch mal reinnehmen? Ja, das okay. Also ist schon ganz klar, also die Wissenschaft. Also ich habe hier eine gute Phase gehabt, hier dann auch noch mal, die habe ich dann genutzt. Hier ist mal kurz eingebrochen, weiß jetzt nicht warum. Habe hier eine gute Phase gehabt. Ach so, wahrscheinlich weil ich einen Stadtstaat irgendwo verloren habe. Genau. Und irgendwann so ab Runde 75 kam dann schließlich China und China hat mich hier dann überflügelt. Das war, glaube ich, das goldene Zeitalter, genau, wo China natürlich die Plus-Forschung aus den Gebäuden genommen hat. Aus den, nicht Gebäuden, aus den Handelsbezirken genommen hat. Und ich ja voll auf Religion gesetzt habe. Was, wie man jetzt sieht, ja auch richtig war. Städte eingenommen. Ja, die meisten Städte. Du kannst raus. Du bist hier eh nicht drauf. Die meisten Städte habe ich eingenommen. China hat aber auch einige eingenommen. Und Deutschland jetzt noch. Und was ist das hier? Blau, Frankreich? Neiti. Ja, Neiti hat auch zwei Städte eingenommen. Hat am Ende auch noch angefangen, etwas Krieg zu machen. Was haben wir noch? Wunder gebaut. Ja, ganz klar. Ich habe. Müssen wir mal genau gucken. Slowka können wir rausnehmen. Der hat eh kein Wunder gebaut. Mrs. Norris hat ein Wunder gebaut. Welches Wunder? Ach ja, natürlich. Ein Wunder gebaut. Das war die Petra. Genau, können wir auch rausnehmen. Und dann gucke ich mal. Also ich habe die meisten. Ich habe insgesamt vier Wunder gebaut. Weltwunder. Und jetzt mal gucken. Lancelot hat als erstes die Pyramiden gebaut und jetzt ein zweites Wunder nachgeschoben. Das war das Schützen Itzer. Und ja. Der Wunderbauer hier, Rana, hat als erstes, glaube ich, die hängenden Gärten gebaut und dann als zweites das Orakel-Weltwunder.
Ja, Zahl der Rivalen, keine Ahnung, was damit gemeint ist. Auf jeden Fall ist das im Prinzip das Spiel gewesen. Die Zeitleiste werde ich jetzt noch einmal kurz von vorne nach hinten durchscrollen. Dann kann jeder in aller Ruhe jetzt bei den Klängen der Musik sich das in aller Ruhe nochmal anschauen. Das war's von mir und wir sehen uns hoffentlich in meinem nächsten Play by E-Mail Nummer 53 über Gathering Storm und die Hysterie des Klimawandels. Bis dann, Sayonara.